Was hast du anderes erwartet? Er ist ganz einfach der eine. I know Kung Fu. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute mit den Top 10, als Keanu Reeves das Internet erobert hat. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. Hi, I'm Alex Winter. And I'm Keanu Reeves. And together we are Wild Stallions. In dieser Liste sehen wir uns Momente an, in denen Keanu Reeves das Internet für sich eingenommen oder dominiert hat. Wir schließen seine Major-Filmrollen als Neo in Matrix und John Wick im gleichnamigen Film aus. Nummer 10. Sein John Wick-Waffentrainingsvideo. People want realism, they want the real deal, and that's what's happening with John Wick Chapter 2. Wir alle wissen, dass Keanu auf der Leinwand knallhart ist. Er ist ohne Fallschirm aus Flugzeugen gesprungen, hat Gun-Fu gemeistert und ist sogar Kugeln ausgewichen. Als jedoch ein Video von Reeves Training für John Wick 2 veröffentlicht wurde, wurde ein lang gehegter Verdacht bestätigt. Er ist im wirklichen Leben genauso knallhart wie sein Pendant auf dem Bildschirm. Reeve beherrscht seine Waffen mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit eines langjährigen Navy Seals und das mit einer Vielzahl verschiedener Waffen. Allein aus diesem Grund scheint Keanu wohl für seine Rolle in der Filmreihe John Wick den Method Acting Schauspielansatz übernommen zu haben. He got really good over a period of 5 or 6 training sessions and he is hands down the best weapons actor. Out there right now. Nummer 9. Er hat bei Ellen zugegeben, dass er in Sandra Bullock verknallt war. Did you know that she had a crush on me? No. Yeah. Did you She obviously didn't know I had a crush on her either. Oh wow. Keanus Auftritt in der Ellen DeGeneres Show im Jahre 2019 war aus zwei Gründen aufschlussreich. Zuerst stellten die Fans fest, dass er und die Talkshow-Moderatorin sich noch nie zuvor getroffen haben. Und zweitens war Reeves offenbar in Sandra Bullock verknallt, als die beiden Mitte der 90er Jahre Speed drehten. Diese Enthüllung kam, nachdem Ellen ihrerseits enthüllte, dass Bullock während den Dreharbeiten in ihn verknallt war, was die Schauspielerin bei einem früheren Auftritt gestanden hatte. I think about how sweet Keanu Reeves was and how It was hard for me to like really be serious. Like he would look at me and I'd be like. Das Eingeständnis von Reeves löste beim Publikum Frohlocken aus, die deutlich machten, dass er und Bullock ein großartiges Paar geworden wären. Die Tatsache, dass Reeves Gesicht rot wurde, als Ellen vorschwindelte, Bullock nach vorne zu bringen, lässt uns glauben, dass er immer noch Gefühle für seinen ehemaligen Co-Star haben könnte. Okay, vielleicht interpretieren wir hier auch ein bisschen zu viel hinein. I kind of want to look. No, she's awesome. Not. She's not here, but. Nummer 8. Keanus schwebende Hände in Fotos. Wie der Twitter-User Kimoy Linse im Juni 2019 darstellte, wurde Keanu Reeves beim Fotografieren mit Frauen, zumindest in jüngster Zeit, mit einem Hände-weg-Ansatz entdeckt. Es gibt eine Reihe von Fotos von Reeves, die online aufgetaucht sind und zeigen, wie er mit weiblichen Fans posiert, nämlich mit schwebenden Händen hinter dem Rücken der Damen. Das Internet ist mit den Begründungen gespalten. Einige behaupten, er möchte nicht MeToo'd werden, während andere meinen, dass er ganz einfach nur Respekt zeigt. Es wurde auch vermutet, dass die Art und Weise von Reeves Händen mit seinen asiatischen Wurzeln verwandelt ist, da es in Südkorea üblich ist, seine Hände so zu platzieren, um Körperkontakt zu vermeiden. Wir sagen, er ist ganz einfach ein Gentleman. Nummer 7. Keanu ist unsterblich, / ein Vampir. I am 50. Wow. Yeah, 5-0, golden, half century. Nachdem Keanu Mitte der 2010er Jahre 50 Jahre alt wurde, waren die Theorien über seine Unsterblichkeit oder sein Vampir-Dasein immer schwieriger zu ignorieren. Wie auf der Website www.keanuisimmortal.com seit über 2 Jahren zu lesen ist, scheint Reeves nicht zu altern. Mit Bildern von ihm aus den Jahren 1994 und 2008 als Hauptbeweisquelle.
Andere Fotos deuten darauf hin, dass er der ehemalige römische Kaiser Karl der Große, der französische Schauspieler Paul Monet oder beides war. Während eines Interviews mit Jimmy Fallon im Jahre 2017 ging Reeves auf die Theorie ein, dass er ein unsterblicher Vampir sei, obwohl er das Gerücht weder bestätigte noch bestritt. Also, ist das vielleicht ein Ja? I can see that we have a likeness in the eyes, in the nose, in the mustache, in the beard, in the cheekbones. Nummer 6. Seine Super Bowl 52 Squarespace Werbung. Im Jahre 2018 spielte Keanu in einer Reihe von Werbespots für Squarespace mit. Ein Unternehmen, das Menschen hilft, ihre eigenen Websites zu entwerfen und zu gestalten. I came to the desert to make my website. But you can make yours anywhere. First, you must pick the right domain name. In der Werbung wird gezeigt, wie Reeves in der Wüste chillt und heult, mit seinem eigenen körperlosen Kopf spricht und im Stehen Motorrad fährt. Die Werbekampagne enthüllte einige interessante Details über den rätselhaften Schauspieler. Erstens ist er viel alberner, als seine Filmrollen vermuten lassen, und zweitens mag er Motorräder sehr. Should I be making motorcycles? Yes, you like motorcycles. Und schließlich, ist er vielleicht unempfindlich für Feuer? Wenn du jemals an der Coolness von Reeves gezweifelt hast, werden diese Werbespots dir endgültig die Beweise liefern. The world will welcome your creation with open arms. Nummer 5. Hinter den Kulissen von Toy Story 4. Look who jumped 40 school buses and landed back into my life. Toy Story 4, einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2019, bietet eine Vielzahl bekannter Stimmen sowie eine Reihe aufregender Neuerungen. Eine davon ist Keanu Reeves, der Duke Kaboom spielt, ein kanadisches Stuntman-Spielzeug. Die Tatsache, dass Duke ein Motorrad hat, ist eine nette Geste, wenn man bedenkt, dass Reeves im wahren Leben ein Motorradliebhaber ist. In diesem tollen Behind-the-Scenes-Clip zeigt uns Reeves, wie sein Auftritt bei Toy Story 4 aussieht, und wir sagen, es ist großartig. Und wir sind nicht die einzigen, die über den Clip schwärmen. Reeves Co-Star in Street Kings Chris Evans twittert im Juni 2019 folgendes: Selbst wenn sie 2 Stunden nur davon veröffentlichen und es Toy Story 4 nennen, würde ich es mir vermutlich 2-mal im Kino ansehen. Besser können wir es auch nicht ausdrücken, Captain America. Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Huh, oh yeah, huh, huh, yes. Huh? Nummer 4. Sein Always Be My Maybe Cameo. Wenn du den Netflix-Film Always Be My Maybe noch nicht gesehen hast, dann hör auf mit was auch immer du gerade tust und schau ihn dir jetzt an. Wir können so lange warten, keine Sorge. Die Rom-Com, die von 2 Kindheitsfreunden handelt, die sich nach vielen Jahren wieder über den Weg laufen, ist an sich schon sehr gut, bekommt allerdings von Keanu noch einmal einen Extraschub an Comedy. Darin spielt Reeves eine fiktive Version von sich selbst mit einem Hang zum Arschloch. Die erste Szene, in der er in Zeitlupe durch das Restaurant geht, brachte Fans reihenweise um den Verstand, die seither mehrere Videos davon mit verschiedenen Liedern unterlegt hochgeladen haben. Und es gibt jetzt sogar einen eigenen Twitter-Account, der dem Reeves Slow-Mo gewidmet ist. Man kann über ihn sagen, was man will, aber seine Fangemeinde spielt wahrlich auf einem anderen Level. What is it about this game that frightens you? I'm not frightened, Keanu. Nummer 3. Als er seinen Platz in der U-Bahn angeboten hat. Wenn nicht klar ist, dass Keanu einer der bodenständigsten Schauspieler Hollywoods ist, dann schau dir dieses Video aus 2011 an, in dem er seinen Platz in der U-Bahn anbietet. Reeves sitzt nur da und kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, als er eine Frau bemerkt, die eine große Tasche trägt, woraufhin er ihr sofort seinen Platz anbietet. Es ist nicht nur erfrischend, einen Schauspieler seiner Liga in der U-Bahn zu sehen, sondern dieser Clip taucht auch im Laufe der Jahre immer wieder auf, als Beispiel für die rücksichtsvolle und bescheidene Art des Schauspielers. 2019 ging Reeves sogar einen Schritt weiter, als sein Flug von San Francisco nach LA eine Notlandung in Bakersfield machen musste.
Der Schauspieler half seinen Mitreisenden, den Transport zu arrangieren und fuhr mit ihnen mit, las ihnen vor und spielte Musik, damit ihnen nicht langweilig wurde. Nummer 2. Trauriger Keanu. Hat Reeves das Internet durch Memes für sich gewonnen oder sind Memes wegen Keanu Reeves populär geworden? Leider werden wir die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich nie erfahren. Wir wissen, dass Reeves das Thema einiger der beliebtesten Memes aller Zeiten war. What's this? That's you. That's your sad Keanu meme. Obwohl es schon einige Zeit her ist, als es viral ging, 2010 um genau zu sein, bleibt das Bild von Reeves, der alleine auf einer Parkbank mit einem Sandwich sitzt und einen deprimierten Look zeigt, eines der berühmtesten Memes in der Internetgeschichte. Someone just decided to take this paparazzo picture and you know, create this event on the internet of on a sad Keanu day. Dies ist natürlich alles andere als der einzige Beitrag von Keanu Reeves zur Meme-Kultur. Verschwörungs-Keanu, glücklicher Keanu und John Wick Reloading-Memes sind alle gleichermaßen großartig. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welches Meme Reeves als nächstes inspiriert. Help! Und weil 10 nicht genug sind, hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. A Coke. I love movies. Gosh, I love movies. I love watching them, and I love making them. Listen to the voice of Buddha. Inside your sericulture. Oh my God. Oh my God. Wow. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Oh, thank you. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Nummer 1. Sein überraschender E3-Auftritt für Cyberpunk 2077. Keanu Reeves stieß 2018 zur Produktion von Cyberpunk 2077 und verlieh der Figur von Johnny Silverhand seine Stimme und Ähnlichkeit. Im folgenden Jahr, im Juni 2019, erschien er völlig überraschend auf der E3, um den offiziellen Veröffentlichungstermin des Spiels am 16. April 2020 bekannt zu geben. Das Rollenspiel von CD Projekt ist eines der am meisten erwarteten Spiele überhaupt. Und Spieler und Reeves-Fans hatten keine Ahnung, dass er überhaupt im Spiel sein würde, geschweige denn, dass derjenige sie persönlich informiert, wann sie das Spiel endlich bekommen können. How's it going? Ihre Reaktion war verständlicherweise Verblüffung, genauso wie die von Reeves, der von ihren Schreien des Schocks und der Verehrung sichtlich überrascht war. Ein toller Moment war, als ein Fan "Du bist atemberaubend" rief und er das Kompliment postwendend zurückgab. Toller Typ. Feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. Breathtaking. You're all breathtaking. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.